Hallo und herzlich willkommen zurück zur Partie gegen Petisch. Ja, ich bin mal sehr, sehr neugierig, was für Katastrophen in der letzten Runde passiert sind. Schauen wir uns mal an. Den Zug, vor allen Dingen in Afrika, ob das Hauptquartier überlebt hat. Das wäre ja durchaus wichtig. Okay. Die Pack ist weg. Gut, aber das Hauptquartier scheint zu überleben. Das ist schon mal wichtig. Gut, das heißt, dann können wir diese Runde uns etwas konsolidieren. Und müssten jetzt eigentlich auch bessere Versorgung so langsam haben. Okay, das U-Boot verschwindet. Da gab es auch irgendwelche Bewegungen. So, Festung fertiggestellt. Da haben wir Montgomery, ein Schlachtschiff, Pioniere, schwerer Panzer. Okay, und schwere Panzer sind jetzt zur Produktion verfügbar. So, also wir werden erstmal ein weiteres Hauptquartier im Norden einsetzen. Und die Armee, denke ich auch, dass wir die im Norden einsetzen werden. So, das ist Nummer 1. Dann gucken wir erstmal hier unten und gucken mal, was wir machen können. Ist zwar teuer, aber gut. So. Den können wir upgraden. So, den laden wir mal bis 8 auf. Und das ist natürlich ärgerlich. Den kann ich jetzt auch nicht durchtauschen, so wie es ausschaut. Gut, aber das macht jetzt nichts. Der Panzer müsste demnächst fertig werden. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. So, dann hätten wir das schon mal geklärt. So, ich glaube, die Verluste hatten wir nachgekauft. Dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal die Versorgung, beziehungsweise die Partisanen an. Da ist ein Feld. Oh, da ist auch eins. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich 2, 3 Partisanen müssen wir kaufen. 2, 3 Garnisonen. 2, 3. So, ja, so schnell geht das Geld dahin. So, du kannst da irgendwelche Dinges bauen. Und dann gucken wir mal weiter. So, den laden wir mal ganz auf. Die kriegen ihre Upgrades. Wieso kann... Achso, die sind pleite. Okay, ansonsten... ist leider Versorgungsnot. Du lädst dich einen Ticken auf. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Der ist... Na doch, der kann sich voll aufladen.
So, okay, gucken wir hier mal weiter. Okay. Kommt da leider nicht so richtig hin. Kommt da leider auch nicht so richtig hin. Okay. Das heißt, ihr rückt jetzt schon mal Richtung Smolensk vor. So, und ich würde sagen, ihr guckt mal, dass er da unten ein bisschen konsolidiert. Und den verlegen wir kurz mal dahin. Müsste jetzt eigentlich ganz gut sein. 7. Okay, ja. Geht jetzt gerade leider nichts. Gut. Ich würde sagen, du guckst mal. Da hat er natürlich einen drin. Und dann bleibst du vielleicht einfach mal so ein bisschen hinten dran. Okay. So, also den sollten wir noch irgendwie kaputt kriegen, würde ich mal sagen. Den muss ich dann durchtauschen. Langsam aber sicher wird's was. Die Versorgung. Ja, die meisten haben 5 inzwischen. Problematisch ist natürlich immer noch die Situation da. Die sind nämlich beide unterversorgt. Gut, aber es kommen ja neue Einheiten zum Glück. Ja, man kann sich natürlich jetzt überlegen, was man macht. Ich gucke erstmal, weil ich gestern nicht gespielt hatte. Nee, da war jetzt nichts. Die Italiener haben eh kein Geld. So, du gehst mal in den Hafen rein. Und du kannst dich vielleicht mal ganz aufladen. Dann hast du nämlich auch mehr Bums. Hier haben wir auch noch einen, der sich auch noch mal kurz ein bisschen aufladen kann.
Okay, gut. Gehst vorsichtshalber mal dahin und tust den Jäger ein bisschen schützen. Nicht, dass es da eine böse Überraschung gibt. Ja, gut. Also momentan ist da natürlich in Sachen Offensive nicht mehr viel drin, aber ja. Wir können mal gucken, was wir uns jetzt noch kaufen können. Ich würde sagen, wir legen uns noch eine deutsche Armee zu. Versorgung 3. Ich glaube, das ist besser, wenn der dahin geht. Ja, das sollte deutlich besser sein. Und okay, also da müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterverfahren. Du gehst da schon mal an das an Kiew ran. Du solltest da nämlich rein. Und ansonsten hatte ich, glaube ich, nee, das hatte ich noch nicht frei gemacht. Also hier wäre ein Hex. Könnte ich dahin bringen, oder? Ja, okay, bringt jetzt nicht so viel. Aber ja, oder hierhin Kowel, dann wäre dann auch Kowel geschützt. Müssten jetzt halt dann bald mal kommen. Gut, jetzt ist natürlich Winter, jetzt geht sowieso recht wenig, aber unser Vorteil ist schon mal so ein bisschen die Erfahrung und Versorgung wird jetzt auch langsam, aber sicher etwas besser. Auch mit den zusätzlichen Hauptquartieren. Ja, sorry nochmal, dass ich beim letzten Mal etwas ausfallend geworden bin, aber naja, das ist echt frustrierend. Also ich meine, dass ich so schlecht in der Sowjetunion stehe, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich ja, alles auf eine Karte Nordafrika gesetzt habe. Und sage ich mal, obwohl ich eigentlich die besseren Einheiten habe, hat er es einfach mit diesen billigen Mitteln geschafft, da die Städte zu bombardieren, die Städte kaputt zu schießen. Und da ist auch eine Stadt, da sollten wir auch noch einen hinstellen. So. Und ja. Aber da werden wir jetzt die U-Boote konsequent dafür einsetzen, die Städte zu beschützen und ja, dann einfach mal gucken, was passiert. Für ihn ist es ja auch eine ganz eine verlustreiche Angelegenheit im Endeffekt. Wenn man sich mal anguckt, die Verluste. Ich habe jetzt eine mechanisierte, drei Panzer schon, eine Panzerabwehr. Taktischer Bomber, Schlachtschiff, schweres 4 U-Boote, 2 Zerstörer, ein schwerer Kreuzer, 3 Schlachtschiffe, 2 Armeen. Gut, er hat auch schon 9 Korps, 3 Armeen, 2 Luftabwehr, 1 Panzer, eine Panzerabwehr, 3 Zerstörer, einen Befehlshaber verloren. Also das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Ich frage mich gerade, welchen Befehlshaber er denn verloren hat. Weiß ich jetzt auch nicht. Egal, und ja, gut, die Sowjets haben auch schon eine Menge verloren. Können noch mal uns die Diagramme anschauen. 104 und 88, 93, ja, die sind jetzt leider besser als die Italiener. Das ist belastend. Die Sowjets sind auf 93 hoch. Haben aber ganz gut diese Runde kassiert. 88, ja. Die Schiffe müssen wir auch noch machen, ist mir gerade eingefallen. Gut, also bei mir halten sich die Verluste in Grenzen. Die Briten haben jetzt auch wieder fast 300 verloren. Die Sowjets 400. Gut, das ist natürlich auch, ich habe natürlich auch einige Einheiten aufgeladen und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar.
Ja, nächste Runde wird dann auch nicht viel möglich sein mit neuem Kaufen. Da müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen konsolidieren. Und ja, gut, der hat nur noch Versorgung 1. Der dürfte das jetzt nicht mehr so lange machen. Und ja, hier bleiben wir etwas defensiv. Da können wir vielleicht die Armee dann noch dahin schicken zur Unterstützung. Und das eine Hauptquartier, das schicken wir dann auch irgendwo. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir das genau hinstellen. Dieses Ostrov hätte ich schon gerne, aber das ist momentan. Vielleicht stelle ich dann einfach da das Hauptquartier erstmal hin, damit ich Ostrov einnehmen kann. Und ja, damit da eine durchgehende Bahnverbindung herrscht. So, die Schiffe. So, du gehst erstmal in einen Hafen rein, würde ich vorschlagen. Sehe ich jetzt gerade nichts. Ach so, du solltest noch. Nee. So, genau, du solltest dein Upgrade kriegen. Das geht jetzt gerade aber leider nicht, weil ich dafür nicht mehr genügend MPP habe. So, und dann wollte ich noch irgendwas anderes machen. Genau, ich wollte den da im Westen lang schicken. Ja, gut, ihr bleibt einfach da ein bisschen defensiv und tut so, als ob ihr da irgendwas reißen könntet. Du kannst da nochmal ein bisschen weiter belagern den Ort. Ich glaube, das ist dann so auch besser, dass die belagert werden. Und dann würde ich sagen, können wir den Zug beenden. Finnland tut sich jetzt natürlich nichts mehr, ist klar. Ja, Italien, die sind leider ziemlich pleite. Die müssten auch Produktionstechnologie irgendwann mal machen. Gut, beenden wir erstmal den Zug. Auftrag geben, ja, meinetwegen. Graf Zeppelin wird in Dienst gestellt, sehr schön. Ja, und jetzt schlägt dann leider der russische Winter zu. Ja, okay. 752 für Deutsches Reich, 117 für Italien. Naja, es sieht nicht gut aus. Mal gucken, was noch so passiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.